An einem eisigen Winterabend vor vielen, vielen Jahren lebte ein Soldat namens Martin. Im Schutz gegen die Kälte trugen die Soldaten über ihrer Rüstung einen roten Mantel mit einem dicken Fell. Ohne diesen Mantel hätten sie den strengen Winter nicht überstanden. Martin und seine Männer ritten durch die eiskalte Nacht. Die Hufe der Pferde versanken tief im Schnee. Endlich hatten sie ein Stadttor erreicht, vor dem sich der Schnee meterhoch auftürmte. Das Pferd erschrak und blieb stehen. Im Schnee saß ein Bettler, der nur mit Lumpen bekleidet war und vor Kälte zitterte. Er fror und hatte großen Hunger. Martin hatte Mitleid mit dem armen Mann und teilte seinen warmen roten Mantel mit dem Schwert in zwei Teile. Einen Teil behielt er selbst an und den zweiten Teil hängt er dem erstaunten Bettler um. Hier hast du einen Teil von meinem Mantel, der wird dich wärmen. Er griff in seine Tasche und teilte auch mit dem hungrigen Bettler ein Stück Brot. Danke. Die Geschichte von dem armen Bettler hatte sich weit herumgesprochen. Überall im Land erzählte man von Martins guter Tat. Die Menschen liebten und verehrten ihn. Sie wollen Martin zum Bischof machen. Aber Martin war viel zu bescheiden, um dieses Amt anzunehmen. Deshalb versteckte er sich im Gänsestall. Die Gänse schnatterten so laut, dass die Menschen ihn entdeckten. So wurde Martin ein beliebter Bischof und ging als St. Martin in die Geschichte ein. Deshalb feiern wir am 11. November den Martinstag, der Tag der Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Zur Erinnerung an den heiligen Martin gehen wir mit einem hellen Licht durch die dunkle Nacht.